Hey Leute, willkommen zu einem neuen Call of Duty Video. Vor einiger Zeit hatte ich schon ein Video gemacht zu den ganzen Variationen der AE4 und da gibt es jetzt mittlerweile weitere Informationen. Und zwar hatten Hacker im Spiel 3 Bilder gefunden zu 3 dieser Waffen und außerdem noch die ganzen Variationsinformationen, das heißt, was bei diesen Waffen verändert worden ist. Die Informationen, die sind jetzt bekannt für die AE4 Void, das ist eine Profi-Waffe, dann außerdem für die AE4 Shocker, das ist eine Elite-Waffe und für die AE4 Gigawatt, was auch eine Elite-Waffe ist. Die 3 Bilder, die kann ich euch leider jetzt hier im Video nicht einblenden, die sind mal in der Videobeschreibung verlinkt. Ich bin mir nämlich nicht sicher, wie das rechtlich ist, denn eigentlich sind diese Waffen ja noch nicht draußen. Klar, sie sind schon irgendwo im Spiel, aber ich glaube, man sollte das dann trotzdem nicht zeigen. Deswegen kann ich das jetzt leider nicht machen, aber wie gesagt, die Bilder, die könnt ihr einfach mal in der Videobeschreibung anschauen. Wir haben einmal eben wie gesagt die AE4 Void, das ist eine Profi-Waffe mit schön knalligen Farben, also die Waffe gefällt mir schon ziemlich gut. Hier wurden 2 Werte verändert und zwar die Feuerrate und die Reichweite. Bei der Feuerrate haben wir hier -2 Punkte und bei der Reichweite +2 Punkte. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich diese Waffe spielt. Ich denke mal nicht ganz so gut. Klar, auf Reichweite ist sie wahrscheinlich nicht schlecht, aber Feuerrate -2, das ist schon heftig, denn die AE4 hat ja so schon keine wirklich hohe Feuerrate. Und wenn die dann noch weiter verringert wird, dann glaube ich, ist das auf jeden Fall schon ganz schön heftig. Die zweite Waffe ist dann die AE4 Shocker, wie gesagt eine Elite-Waffe mit einem ganz netten goldenen Design, anscheinend diesmal nicht diese Muster, die die Elite-Waffen sonst eigentlich immer haben. Und bei dieser Waffe wurden 3 Werte verändert, und zwar die Feuerrate, die Präzision und der Schaden. Bei der Feuerrate haben wir hier +3 Punkte, was wirklich eine ganz schöne Menge ist, bei der Präzision -1 Punkt und beim Schaden -2 Punkte. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich das eben verhält, denn +3 bei der Feuerrate, -2 beim Schaden, das könnte interessant werden. Ich denke mal, dass die Waffe schon relativ schnell killen wird und ich nehme auch mal an, dass man auf jeden Fall einen Griff mitnehmen sollte, denn +3 Feuerrate sorgt natürlich für einen starken Rückstoß, dann noch -1 bei Präzision, was auch nochmal für mehr Rückstoß sorgt, von daher ein Griff ist da wahrscheinlich schon notwendig. Die dritte Waffe ist dann die AE4 Gigawatt, wie gesagt auch eine Elite-Waffe. Hier gefällt mir das Design auch ziemlich gut, denn das ist dieses normale Elite-Design, allerdings diesmal nicht in Gold, sondern in Silber. Das haben ganz wenige Waffen, wenn nicht sogar gar keine, da bin ich mir jetzt gar nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall ist es eher ungewöhnlich und sieht recht gut aus, wie ich finde. Und hier wurden ganze 4 Werte verändert, und zwar der Schaden, die Beweglichkeit, die Handhabung und die Reichweite. Und zwar haben wir beim Schaden +1 Punkt, bei der Beweglichkeit +2 Punkte, bei der Handhabung -2 Punkte und bei der Reichweite -1 Punkt. Die beiden wichtigen Werte sind jetzt eben bei dieser Waffe Schaden und Reichweite und ich bin mal sehr gespannt, wie die sich verhält. Ich vermute mal ganz stark, dass das eine gute Waffe für den Nahkampf ist und vielleicht auch für die mittleren Distanzen. Auf lange Distanz wird die Waffe dann aber wahrscheinlich eher so sein wie alle anderen AE4s. Das heißt, ich glaube, da hat man keinen großen Vorteil und auch keinen großen Nachteil. In meinen Augen ist auf jeden Fall die AE4 Shocker am interessantesten. Die +3 bei Feuerrate hören sich einfach verdammt gut an, gerade weil die AE4 ja doch ganz schön langsam schießt. Das fällt mir immer wieder auf und von daher freue ich mich auf diese Waffe am meisten. Ich hoffe, ich habe Glück bei den Vorratslieferungen und bekomme die möglichst schnell. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welche dieser 3 Waffen euch am besten gefällt. Einmal optisch, das heißt, welche der Waffen gefällt euch vom Design am besten. Und dann natürlich auch noch von den Werten, das heißt, welche Werte gefallen euch am besten, welche Werte klingen am interessantesten, das würde mich interessieren. Und ansonsten war es das dann mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Und falls ihr weiterhin auf dem aktuellsten Stand in Sachen Call of Duty AW sein wollt, dann lasst auch ein Abo da. Das war's von mir, macht's gut, bis zum nächsten Mal.